Ja, der heutige Morgen wird heute beginnt nicht mit einem normalen Training, sondern wir werden heute ein bisschen Fahrrad fahren, wie man hier schon sieht. Top ausgerüstet. Der gestrige Tag ist auch noch ein bisschen unter dem Einfluss von gestern Abend, weil wir gestern bei der Starnacht waren. Starnacht, ja. Nein, es kam auch so ein bisschen die Frage auf über Facebook, ob wir irgendwas verbrochen hätten, dass wir da hin mussten. Nein, wir waren freiwillig dort und das hat uns doch auch gefallen. Helene Fischer ist aufgetreten. Danach gab es noch einen kleinen Mannschaftsabend. Es war sehr interessant, wie eine ganze Fußballmannschaft auf einen Balkon passt. Ja, war nett anzusehen und ich glaube, das war ganz gut für den Teamgeist und wir haben dadurch auch innerhalb des Teams ein kleines Ausrufezeichen setzen können. Und deshalb werden wir heute Morgen so ein bisschen ruhiger angehen oder eben auch nicht. Und ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wir fahren zu einem See 12 Kilometer hin und werden dort hoffentlich auch in den See reinspringen dürfen können. Und dann wieder 12 Kilometer zurück. Ja, und dann geht es heute Nachmittag weiter mit der zweiten Einheit, aber werden wir mal sehen. Alles klar. Philipp hat Sicherheitsbedenken bei unserer Fahrradtour. Ja, weil wir haben nämlich keine Katzenaugen am Speichen. Ach, das hört sich nicht. Dafür habe ich jetzt natürlich einen Helm, das ist ganz wichtig. Danke, Florian Bruns. Ja. Aber bedenke auch, dass Rosi eine GPS-gesteuerte Polaruhr umhaben wird, sodass wir uns einfach nicht verfahren können. Das stimmt, aber es wird mir trotzdem nichts bringen, wenn ich keine Katzenaugen am Fahrrad habe. Also ich bin echt. Ich finde auch den Helm so ein bisschen zu klein. Er steht mir auch nicht wirklich, aber. Das hast du gesagt. Aber ich finde, Sicherheit geht vor. Auch bei so einer Geschichte, ganz wichtig. Habe ich gemeckert schon einmal? Rennen. Mir ist 50 erlaubt. Hallo? Warum machen wir nicht so Rafting oder sowas? Das wäre geil. Freue ich mich auf den Rückweg, dass es endlich mal bergab geht. Für zur regenerativen Trainingseinheit auf dem Fahrrad. Lasse, Ausflug zum Farkasee. Und wir haben uns verfahren. Was ist denn hier los? Wieder falscher Wege. Nimm nur einmal mal dem Rosenberg die Führung weg. Ja, Tag 5 im Trainingslager hier in Villach. Heute war nur ein bisschen Fahrradfahren und dann am Nachmittag eine etwas intensivere Einheit bei ungefähr 85 Grad Celsius. Einer von uns konnte leider nicht mitfahren ins Trainingslager, weil er am Fuß verletzt war. Und ich habe hier zwei seiner besten Teamgefährten hier am Tisch. Und zwar den John und den Chris. Und die wollten noch einen speziellen Gruß an Ratsche richten. Und vermissen ihn, glaube ich, ganz, ganz stark, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Ratsche fehlt schon richtig, nicht nur dem Team, speziell uns beiden. Wir haben immer viel Spaß auf dem Zimmer. Er ist wirklich in unserem Herz und es tat richtig weh, wo wir gehört haben, dass er nicht mitkommt. Wir haben auch ein paar Tränen einfach rausgelassen, um drüber wegzukommen. Schreiben auch täglich mit ihm, um irgendwie so den Kontakt herzustellen. Ja. Und er ist auch sehr, sehr, sehr traurig, dass er nicht dabei sein kann. Und wir haben jetzt noch 3 Tage, wir versuchen das irgendwie zu überstehen. Ich weiß nicht wie. Ich bin ja mit ihm auf dem Zimmer. Sein Trikot liegt auf dem Bett neben mir. Einfach so, um die Nähe zu spüren zu ihm, weil er sonst immer bei mir ist. Und wir hoffen natürlich auch, dass ich schnell fit werde. Ja, weil er ist ein guter Baustein fürs Team und werd wieder fit. Ja, wäre richtig schön, wenn er Mittwoch uns abholen würde, oder? Das wäre toll, wenn er am Flughafen steht mit ein paar Blumen einfach nur. Der steht da. Um zu zeigen, wie er uns vermisst hat. Und ich denke, dass er hundertprozentig am Mittwoch am Flughafen steht und uns auch abholt, um uns nach Hause zu bringen. Okay, wir sind gespannt, was am Mittwoch passiert. Alles Gute!